Hallo, ja, hier stehe ich. Konsum, selbstbezahlter Konsum. Und zwar trinke ich heute was mir zufällig über den Weg gelaufen ist, was getrunken werden muss, weil es bald abläuft, deswegen war es auch billig. Und zwar, ich war bei einem Teddy und habe da hier dieses mitgenommen. Ja. Sieht man ja nicht, da ist das ein bisschen verdeckt, weil ich eine taktisch klug in eine Flasche genommen habe, wo das billig auf Preisaufkleber genau über dem Dings ging, über hier Ananas und Kiwi. Und da oben war auch einer drauf, den sieht man die Reste noch, da war es zu faul zum Rüttelmann. Also, das ist Garnic Vitamin Water, also Vitaminwasser. Es gab von dem Ding auch einen Ni Saft, glaube ich, aber ich habe halt das genommen, weil Ananas Kiwi klingt wie eine spannende Mischung. Also, Pineapple Kiwi Taste, Low Calorie Vitamins added, Isotonic und vegan. Na gut, also was steht hier noch so drauf? Es ist ein Erfrischungsgetränk mit Ananas Kiwi Physalis Geschmack. Was auch immer Physalis ist, ich weiß es nicht. Kalorienarm. Zutaten: Wasser, Fructose, Sirup, Ananassaft, Sternchen mit 4% aus Konzentrat. Immerhin. Kiwisaft auch aus Konzentrat, 1%. Moringa-Extrakt. Säurungsmittel, Zitronensäure, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Safflor, Farbstoff, Brillantblau, FCF, Vitaminmischung, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Naja, viel Chemie, aber soll's. Also, ein halber Liter hat 95 Kalorien auf 100 Milliliter 19. Das ist mittelfiel. Farbe, wie man sieht, hat eine Farbe, aber irgendwie mehr so komisches, diffuses Gelb-Grün. Gibt es hier noch weitere Infos? Aus Paderborn. 500 Milliliter. Normaler Preis weiß ich nicht. Ich habe 55 Cent plus Pfand gezahlt. Normales kostet definitiv mehr. Aber das läuft halt auch schon in ein paar wenigen Wochen ab. Deswegen mussten sie es halt loswerden. Das war so in der Resterampe, wenn man so will. Also, dann gucken wir mal und probieren wir das halt mal. Na? Gut, ein Glas. Also es gab, wie gesagt, auch nur einen Saft irgendwie mit Kirsche. Irgendwas habe ich nicht gekauft. Also es ist jetzt das Wasser. Gut. Schütteln muss man wohl nichts. Kiwi, Ananas. Na dann schauen wir doch mal. Oder schmecken wir doch mal. Ja. Ich würde sagen, die Ananas riecht mal ein bisschen. So, Farbe, Farbcheck in dem richtigen Glas. Ich glaube, das ist. Ich habe es ausgewaschen, aber nicht so richtig. Na egal, ich werde es überstehen. Sehr. Also, die Kamera verfälscht es. In echt sieht es. Also, oh gut, ich habe auch kein Tageslicht. Sehr, sehr blasses Gelb aus. Also, die Flasche ist ein bisschen grünlich gefärbt. Das, naja, wie auch immer. Ist es stilles Wasser auf jeden Fall. Probieren wir es. Sehr wässrig. Aber es das heißt ja auch Vitamin Wasser, ne? Es ist genießbar und es schmeckt nicht unangenehm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn ich ehrlich bin, von der Ananas merke ich nicht viel. Vom Kiwi eigentlich auch nicht. Physalis, wie gesagt, keine Ahnung, was es ist. Abgebildet ist hier, wie man sieht, Kiwi, Ananas. Physalis sehe ich nichts, was das symbolisieren könnte. Also, ich habe das Gefühl, ich empfinde Spurenelemente von Ananas mit gutem Willen. Aber Ananas ist eigentlich ganz schön süß, kann sehr süßlich sein, wenn es eine nicht verwässerte Ananas ist. Also wie eine verwässerte Ananas hier, nicht besonders süß. Also schmeckt, ich sage jetzt mal unaufdringlich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Bezeichnung. Hat nicht viel Nachgeschmack. Also man trinkt es und hat es schnell wieder vergessen. Einen ganz leichten
säuerlichen Bitter, dann würde ich sagen, vielleicht, aber das kommt mir fast wie eingebildet vor. Also, Kiwi merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Und die Ananas ist auch mehr so Placebo. Obwohl da ja 4% Ananas drin sein soll, Saft. Das ist eigentlich ganz schön viel für so ein Getränk. Also ich habe keine Ahnung, wo man sowas normalerweise findet. Und Teddy ist ja auch so eine Sache. Da gibt es eine Handvoll normale und eine Handvoll Billo-Dinger und irgendwas anderes. Und das ist halt dann irgendwas anderes. Naja. Ja, man kann es trinken, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt grämen, wenn ich es nicht getrunken hätte. Und ich würde auch nicht sagen, dafür muss man sich jetzt unbedingt auf die Suche machen. Wenn man es zufällig mal mitnehmen kann für Ramschpreis nur zu. Frag mich, wie alt es schon ist, wenn das in 3, 4 Wochen schon abgelaufen wäre. Man es das abgefüllt haben. Finde ich die Info hier irgendwo. Stand da nicht auf. Wo steht das eigentlich drauf? Bin ich jetzt blöd. Also ich bin mir sicher, dass ich irgendwo gesehen habe, das Ablaufdatum, aber. Ah, hier. Ah, okay. Das Abfülldatum ist wohl das obere November 2022. Ja, gut, 2,5 Jahre. Jo. Also nach 2,5 Jahren sollte man es verzehrt haben. Das habe ich jetzt getan. Bisschen zu hastig vielleicht. Also, hier Garnic, Vitamin Water, Ananas, Kiwi. Genießbar, aber halt auch ignorierbar. Sag mal so. Aber ihr habt es gesehen, ich habe es getrunken, noch lebe ich offensichtlich. Gott sei Dank. Und damit schauen wir mal, ob das nächste Getränk wieder spannender wird oder auch nicht. Bis dahin. Tschüss.